herzlich willkommen bei Fitorial, schon Tag 17 unserer Challenge. Und heute gibt es kein Workout. Ihr müsst, schrägstrich dürft, uns einfach nur zuhören. Und wir widmen uns dem Thema ewiges Übergewicht. Und Desini möchte euch ein bisschen ins Gewissen reden. Ja, wir tun es schon wieder. Wir sprechen über Ernährung, wir sprechen über die Auswirkungen einer Ernährung, wenn man sie über Jahre hinweg eigentlich dahin führt, dass man eigentlich immer zu viel isst, zu viel Kalorien zu sich nimmt und dann konstant eigentlich zu viel Gewicht mit sich rumschleppt. Und ich wollte einfach mal darauf aufmerksam machen, dass ganz viele ja beim Thema Übergewicht tatsächlich nur an die Optik denken. Ja. Und Optik ist wirklich nur ein ganz, ganz kleiner Aspekt dabei und wirklich, finde ich, sogar der unwichtigste. Für die Menschen ist es häufig der wichtigste. Ja? Oh, guck mal, wie die aussieht oder ich schäme mich, weil ich zu viel auf den Rippen habe. Dafür solltet ihr euch nicht schämen, sondern vielleicht solltet ihr einfach mehr über euren Körper euch Gedanken machen, was ihr dem letztlich damit auch antut. Und wie ihr ihn vielleicht eigentlich lieber behandeln wollen würdet. Ja, denn beim Thema Übergewicht, finde ich, sollten wir mal diesen optischen Aspekt komplett zur Seite schieben und uns mal fragen, was hat das eigentlich für gesundheitliche Auswirkungen? Da wäre zum einen natürlich klar, wenn du konstant zu viel Bauchfett hast und so weiter, ist es wirklich schädlich für die Organe. Man ist gefährdeter für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Aber dann haben wir noch diesen ganzen Bewegungsapparat. Wenn du ständig zu viel Kilos mit dir rumschleppst, dann geht das auf die Gelenke. Ja, du hast deine Gelenke verschleißen schneller, du hast ständig du hast häufiger Beschwerden in Knien, in Fußgelenken, im Rücken und so weiter. Und das Schlimme ist, da entsteht so ein Abwärtstrend. Ja. Wenn wir erstmal diese ganzen Schmerzen bei der Bewegung haben, dann macht Bewegung meistens auch keinen Spaß mehr. Wenn sie keinen Spaß macht, ist schlecht, weil dann verbrauchen wir wieder eigentlich zu wenig Energie, wenn wir uns nicht bewegen. Und wenn wir dann noch frustriert sind und den Frust mit Essen kompensieren, ist der Teufelskreis komplett. Dann potenziert sich da ein Problem wirklich auf. Und ich möchte deswegen auch wieder mal nur mit freiem Gelaber, was wir hier eigentlich machen, aber irgendwie versuchen, die Menschen zu erreichen, ihnen doch tatsächlich, das möchte ich so machen, ihnen ins Gewissen zu reden, wenn wirklich da zu viele Kilos auf den Rippen sind, die in Richtung Gesundheitsproblematik gehen, wirklich sich das so richtig mal vor Augen zu führen und vielleicht daraus die Motivation zu schöpfen, zu sagen, okay, komm, ich tue mir mal was Gutes, ich tue meinen Gelenken mal was Gutes, ich tue meinen Organen mal was Gutes. Und tatsächlich auch, man sagt das so leicht oder man sagt das so einfach, leichter durchs Leben gehen. Ja. Das klingt immer so blöd, aber es ist ja tatsächlich so. Und gerade beim Thema Sport wollte ich noch eine kleine Anekdote vielleicht zum Ende des Videos erzählen. Wie ihr wisst, spiele ich ja selber Basketball und nicht mehr leistungsmäßig, sondern in einer Hobbymannschaft. Und wir haben da auch von jüngeren bis älteren Spielern, können da alle mitspielen. Und ein Mitspieler hat mich da doch sehr beeindruckt, muss ich sagen. Er ist mittlerweile jetzt schon 50. Mhm. Und wenn ihr ihn spielen seht, das ist wirklich beeindruckend. Also der hat natürlich vom Tempo etwas eingebüßt, aber seine Bewegungen sind smooth. Er läuft den Platz rauf und runter. Er kann immer noch für sein Alter ordentlich springen. Er kann mithalten. Ja. Und dann habe ich ihn einfach auch mal darauf angesprochen, wie er es geschafft hat, so lange auf dem Level einfach zu spielen. Und er sagte mir wirklich eiskalt ins Gesicht, du musst dein Gewicht im Blick haben. Ja. Dein Gewicht ist Richtung, also je älter du wirst, desto problematischer wird jedes Kilo zu viel. Also vor allem im Sportbereich. Wenn du jung bist, ja, manchmal sieht man das bei Instagram oder TikTok, dann siehst du sehr beleibte Menschen, die immer noch irgendwie toll turnen können. Ja, das ist auch beeindruckend. Aber ich garantiere euch, das geht halt nur so lange, solange du noch jung bist. Ja, exakt. Sobald die ganzen Gelenke, die Knorpel mal so ein bisschen in die Jahre gekommen sind. Das verschleißt ja alles. Das sind Verschleißteile. Dann macht der Körper das nicht mehr mit. Und die einzige Stellschraube, die wir haben, da nochmal was rauszuholen, ist das Gewicht. Je leichter du bist, desto länger kannst du wirklich auf einem guten Level Leistung bringen.
Und wie gesagt, mein Teamkollege da, das hat mich wirklich beeindruckt und hat mir dann tatsächlich auch nochmal so den Fokus geschärft für die nächsten Jahre, dass ich so gesagt habe, nee, auch nicht schleichend immer mal mehr wiegen, sondern ich habe das im Blick. Ich möchte, solange es geht, was heißt solange es geht? Ich werde einfach immer, das habe ich mir fest vorgenommen, ich werde immer einen schlanken Körperbau haben, um genau diese Voraussetzungen zu erfüllen, beim Basketball, beim Sport, beim Radfahren, beim Snowboard und so weiter noch Spaß haben zu können. Weil letztlich darum geht es mir, Spaß haben. Das erinnert mich so ein bisschen daran, wie das für mich beim Tanzen ist. Also, weil ich da ja auch, ich habe Drehungen, ich habe Sprünge, ich habe schnelle Positionswechsel. Und da wäre mir auch jedes Kilo zu viel halt einfach im Weg. Und es würde die Leichtigkeit fehlen. Also, es fühlt sich da nicht gut an, es sieht aber auch für den Zuschauer nicht so gut aus. Und gerade als Trainerin habe ich ja auch immer eine Vorbildfunktion. Die Leute sollen eher da unten stehen und sich denken, ich will das auch so können wie sie oder das soll bei mir auch so aussehen, als dass sie denken so, aha, was macht die denn da? Hauptsache, sie hat Spaß. Genau. Aber beim Thema Spaß wieder, das macht ja auch dir mehr Spaß, wenn du es einfach noch auf einem guten Level eben präsentieren kannst. Absolut, wenn es sich gut anfühlt, dann merken die Leute das natürlich auch. Also vielleicht haben wir den einen oder anderen mit ein paar Kilo zu viel nochmal so einen kleinen Anreiz gegeben. Wie gesagt, Optik, schieb die mal zur Seite, das ist egal. Denk wirklich einfach daran, tu deinem Körper was Gutes und geh leicht durchs Leben. Das war's auch schon wieder für heute. Ihr musstet nur zuhören, alles beherzigen und genau so umsetzen. Nein, es reicht vielleicht, es einfach mal wirken zu lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin.